Potz, Blitz und Donnerwetter, das war eine Fahrt. Das sage ich aber euch, ja? Ja, mir ist auch sogar ein Missgeschick passiert. Wir konnten sogar nochmal die Knuts machen, ja, weil ich so doof war. Und du hast, wir haben nicht gespeichert und er hat auf Ja geklickt und es war alles kaputt. Ja, alles nochmal, aber wir haben die Knuts nochmal gemacht, wir haben die Sickel gemacht, wir sind jetzt Meister des Kohlekarrens. Ja, und Sickel natürlich mit Bildkarte, wir werden es ansehen hier. Ja. Wir haben eine ganz besondere Person, die wir, glaube ich, jetzt schätzen wissen, auf der Bildkarte. Mal schauen. Ja. Gespannt. Also, ohne Witz, ne, bei der letzten Fahrt, mein Herz. Es ist spannend, ja. Vor allen Dingen, du weißt, du hast bis kurz vorm Ende alle... Bertie Bott, geboren 1935. Erfinder der Bertie-Botts-Bohnen, ja, in allen denken Geschmacksrichtungen. Ja, sorry, dass ich dich so hart unterbrochen habe. Ja, auf jeden Fall. Du weißt, du hast bisher alle Kristalle eingesammelt und du musst die nächsten auch einsammeln, sonst ist wieder alles für den Arsch. Ja, kann man, glaube ich, uns ewig drüber unterhalten. Ja, letzte Etappe, Galion. Ja, es wird auf jeden Fall, also diese Folge wird nochmal eine kurze Folge. Wir werden es auf jeden Fall versuchen jetzt erstmal. Wir zeigen euch das einmal. Ich werde jetzt erstmal einmal speichern. Ja, das ist gut. Sonst sieht das Missgeschick nochmal. Bevor wieder irgendwas passiert. Ai, oh mein. Gut, dass wir speichern können. Ja, gut, dass man nicht alle drei in Folge machen muss. Das wäre es ja noch. Wobei ich mich auch echt frage. Auf dem Weg in die Winkelgasse, ja. Mr. Potter. Achso, ja, nee. Wir werden erst noch den Galion sammeln. Echt auch Frage, wenn wir alle Bildkarten haben, fehlt uns immer noch eine. Kommt denn noch eine? Ich hoffe es. Es wäre schade, wenn wir alles rausholen, wäre das echt super geil. Ja. Es wäre echt schade, wenn wir uns hier so die Mühe geben und es fehlt irgendwo eine andere, die wir vergessen haben. Ja. Mhm, beprüfen wir das mal. Ja, alles gut, ne? Nehmen wir den hier. Ja, was weiß man für eine Spielzeit jetzt auf einmal haben? Ja, keine Ahnung. Lange hat es gedauert. Kann ja gucken, was für eine Spielzeit wir haben. Also ich weiß noch, 3 Stunden. Ja, und der mittlere Stand war, ne, bevor wir angefangen haben. Ja, stimmt. Also ich muss sagen, als ich vor 2 Jahren mal gekränkelt habe, ne, also so ein bisschen Hüster kennen. Ja, da bin ich morgens aufgewacht, dachte mir, ach, spielst du mir Harry Potter und der Stein der Weisen? Hast keine Lust auf Arbeit und Schule? Ja, hatte ich es mal innerhalb von, weiß nicht, 6 Stunden hatte ich es durch. Hast du auch hier alles eingesammelt? Nein. Ich glaube nicht, dass ich die Kristalle gemacht habe, das war mir zu doof. Da hatte ich keinen Nerv für. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Weiß ich nicht. Da bestimmt, ne? Wo ist die letzte Tür? Ich kann auch Dokumente sammeln. Du kannst Dokumente sammeln. Ausgezeichnet. Wenn Sie es mit den Galionen versuchen, ja, möchten, könnte sein, ne? Du hast ihn weggeklickt. Ich war im Wahn. Schnell! Das magst du doch so gern. Wenn es flutscht. Ja. Ich kann nie genug flutschen. Du musst sie auch einsammeln. Nee, will ich aber nicht. 12 Stück noch. Und? Das ist richtig? Ich glaube nicht. Falsch abgebogen. Ja. Das könnte knapp werden. Ja, wenn man überall aneckt. Ja, schön, dass wir die nur einsammeln müssen, nicht unterschreiben müssen. Ich hätte auch noch mal so eine Animation machen können. Ja, das war's. Ach, was würde ich gar nicht mal sagen. Du musst jetzt nur noch da runter. Gib alles. Siehste? Einen noch. Ja, sehr gut. Bravo! Bravissimo! Wir werden die Don Corleones einsammeln. Puh! Das war ziemlich stressig, erinnere mich, ey. Das war so stressig. Ja, ich weiß halt nicht, ob man das als Kind anders in Erinnerung hat, vielleicht. Ich werde schon auch schon langsam müde hier, muss ich sagen. Und wieder viel zu spät. Ah, ja, es wird schon fast wieder hell. Der berühmte Mr. Potter. Ihr guter Ruf ist selbst schon nach hier unten durchgedrungen, ja. Sir. Kannst du mal sehen. Die anderen Kobolde sind davon überzeugt, dass sie sehr gut mit dem Kohlekarren zurechtkommen. Das will ich wohl meinen.
Ja, bei so bestimmt 100 Fahrten. Wie begeistert er auch immer da steht, ne? Oh, juhu, noch so eine Kreuzfahrt. Mit der X-Taste blockieren Sie den Kohlekarren. Ach echt? Man kann den blockieren? Vielleicht. Guck mal, viel Glück, vielleicht werden Sie es brauchen. Seien Nur vielleicht. Sie vorsichtig, Mr. Potter. In dieser Mine gibt es viele Hindernisse. Halten Sie sich von ihnen fern, wenn Sie möglichst viele Münzen einsammeln wollen. In der Mine sind Edelsteine versteckt. Sie können sie nur einsammeln, wenn sie ihren Kohlekarren ja, weil jeder das gleiche sagt. Ja. Für den Anzugsschuh, den er anhat, der Kobold. So ein bisschen zirkusmäßig. So, ich bin gespannt. Oh. Hurra. Fängt schon gut an. Ja, super. Ach, guck mal, hier, das ist direkt schon... Kristall wäre das gewesen. Jo. Gut zu wissen. Dass man links und rechts hochschwingen muss. Ja, wir analysieren das erstmal hier. Ja, stellen Listen auf, Tabellen. Ja. Da wird direkt Excel hier offen. Und wie viel Grad man sich schwingen muss. Ja, ja. Wie viele Millisekunden man den Analogstick zur Seite drückt. Dann machen wir gleich erstmal noch eine PowerPoint-Präsentation. Ja, klar. Über Kohlekarren. Und über Galonen. Galonen. Mach mal die easy. Ja, das wird auch jetzt. Ah, gut. Das war schon nicht so schlecht. Erster Versuch und. Schade, dass du es am Anfang versaut hast. Ich hau schon richtig einen raus hier. Du haust richtig einen raus, stimmt. Ah, ja. Eine Easy-Stelle. Sieht aber so aus, als müsste man den Karren bewegen. Ja, aber keine Kristalle hier. Ja, ich weiß. Die Frage ist nur, ob das auch knapper wird mit den Münzen jetzt, wenn es da so schwierig sein soll. Ich kann das nicht sagen. Oh. Ach du Kacke. Oh, oh, oh. Ja, das münzmäßig wird das nix. Nee, kein gut. Oh, du rast hier aber auch durch, ne? Vor allem, wenn man einmal getroffen wird, ist vorbei. Ach, liegt die Kontrolle. Ja, aber ganz hart. Ist schon eine Wissenschaft für sich, man merkt das schon, wie wir hier drüber philosophieren. Okay. Sind konzentriert. Ja, das. Also der Versuch ist für die Katz. Sagen wir es mal so. Aber wir wissen Bescheid, worum es geht. Mhm. So, das erste Mal in diesem Spiel, dass wir ein bisschen ernster werden und uns echt reinhängen müssen. Ja. Merkt man. Muss man schon sagen. Mhm. Guck mal, bei denen, wo man keine Kristalle einsammelt, geht es so von der Hand. Jetzt auch nicht verallgemeinern, das ist ja eher Glück, ne? Geht so. Also wenn man ein Gerät weniger rammt, boah, dann kommt man auch mit den Münzen hin ohne... Man hat es fast geschafft sogar. Ja. Sie scheinen nicht so gut zu sein, wie man sich erzählt. Boah, halt die Fresse. Soll er mal selber machen. Vergessen Willst du auch nochmal probieren? Gerne. Einfach so gönne ich mir auch. Und dann, ja, wird wieder eine kurze Folge, hatte ich glaube schon gesagt, ne? Ja, ja, hast du schon erwähnt. Gut. Kann man sich noch vorbereiten. Dann musst du direkt hoch, ne? Andere Seite. Nee, was? Hey, alles gut. Willst du mich hier, verarschen? Verorschen. Verorschen? Das mach ich doch gerne. Jetzt wieder links. Rechts. Links. Und rechts. Was aber? Und jetzt in der Reihenfolge kommen mal die Kristalle. Was ist denn ein Kriesel hier? Ja, sehr gut aber. Sehr gut. Ja, dass so weitergeht. Ja, viel kann man ja nicht verkehrt machen, ne? Hm. Man kann eine Sache verkehrt machen, dann ist man eh schon am Arsch. Vielleicht schaffst du das jetzt auch einfach sofort. Wär's ja. Was passt du gerade? Warum passt das denn nicht? Das ist ja mies. Ja, dann musst du vielleicht... Na, okay. Na ja, gut, hast du gemerkt, in welche Richtung? Ja, in die andere. In welche Richtung hast du gedrückt? In die andere. Ich meine, du hast links gedrückt, ne? Du musst dann nach rechts. Meine ich.
das wieder hier komisch stehen bleiben, wenn du genau mittig bist. Vielleicht war ich gerade nicht genau mittig. Ja, aber Korinthenkackerei, ne? So. Guck mal, bei denen passt das echt immer einfach so. Ja. Lächerlich. Kristalle. Ach, schade, dass ich das eben nicht so hingekriegt habe. Ah, okay. Okay, das war die Stelle von gerade auch, ne? Ja. Ui. Ne, das war die Stelle. Na, da bist du auch nochmal rein. Du bist einfach in alle rein. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Ich glaube, eine Münze hat gefehlt. Ja, das habe ich verpennt jetzt. Ich bin einfach schon zu langsam geworden. Ich glaube, das kann man aber auch schaffen, oder? Das schaffen wir. Wir holen uns das. Gut. Könnt ihr euch sicher sein. Gut, gut. Wir werden jeden berühmten Hexenzauberer kennenlernen. Ja, es geht wieder. Da das ja nichts für gab. Geht aber relativ lang die Fahrt, ne? Nicht lange, ja. Fehlt bei dir. Ne, bei dir fehlen zwei Münzen. Oder auch eine. Eine, ne? Das eine ist das höchstens. Da müssen wir dran arbeiten. Ja gut. Halt die Klappe, würde ich mal sagen. Und wir halten jetzt auch die Klappe. Wir wollten euch das zeigen. Wir machen das grandios. Und das wird auch die letzte Schneiderei sein. Wir wollten euch das einfach nicht zumuten. Ich hoffe, das ist verständlich. Ihr kommt damit klar. Heult jetzt nicht. Ich hoffe, ihr schlaft auch gut. Es wird nicht besser. Ja. Nehmt ein bisschen Vic Medi Night. Oder trinkt euch eine Rum oder so. Oh, es geht schon wieder los. Und reibt eure Brust mit, wie heißt das Zeug ein? Vigvaporub ein. Vigvaporub. Und singt das Katzentanzlied. Ja. Und wir verabschieden uns in einen Trieselwurm. Auf Wiedersehen! Ciao!